Lieber Moritz, heute Abend ist es soweit. Du hast einen Meilenstein in deiner Reiterkarriere erreicht. Du bekommst dein goldenes Reiterzeichen. Ich hätte mir keinen schöneren Ort vorstellen können als hier in Ludwigsburg vor dem Schloss. Ich freue mich sehr, als dein bester Freund, deine sportliche Reiterkarriere und deine Erfolge bis zum goldenen Reiterzeichen zusammenfassen zu dürfen und alles in dieses Video zu packen. Viel Spaß beim Ansehen. Der Sieg in dieser Prüfung. The winner is Moritz Treffinger. Für talentierte Nachwuchsreiter in der Dressur gehört ihr zu dem erlesenen Kreis. Das ist Superstition. Der Oldenburger unter dem Sattel von Moritz Treffinger. Moritz Treffinger für Deutschland. Jetzt hier heute im Sattel von Treffinger Superstition. Der dreifache Pony-Champion Moritz Treffinger. Dreifach in der Klasse S siegreich. Es siegte Treffingers Superstition OLD mit Moritz Treffinger. Moritz, viele kennen dich schon. Du bist dreifacher Pony-Europameister gewesen. Heute treffen wir uns aber aus einem ganz anderen Grund hier bei dir auf eurer kleinen Reitanlage in Oberderdingen. Nämlich, du bist bald Träger des goldenen Reitabzeichens. Mit deinen eigenen Pferden hast du das erritten. Treffinger Superstition OLD, mit dem du jetzt die letzten S-Siege sammeln durftest. Was bedeutet es für dich, bald Träger des goldenen Reitabzeichens zu sein? Ich glaube, es ist auf alle Fälle ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist. Wie gesagt, es bedeutet mir einfach alles. Es ist eine Riesenbestätigung, auch glaube ich, dass man richtig macht, dass man auch daran glauben kann und muss. Und dann wird es auch wahr. Und ja, ich freue mich einfach nur riesig auf die Verleihung und bin dankbar, dass ich das reden darf. Wie bist du zu dem Pferdesport gekommen? Ich würde sagen, ich bin nicht gekommen, sondern ich wurde da hineingeboren. Also meine ganze Familie war von Anfang an im Reitsport tätig. Mein Opa, meine Mama ist früher sehr erfolgreich Turnier geritten und ich war, glaube ich, seit Tag 1 im Stall dabei und habe alles miterlebt. Meine erste Reitstunde war in der Führanlage mit meinem Chetty, weil ich unbedingt reiten wollte und keiner hatte Zeit für mich. Also habe ich meine Pony gesattelt, die Frisbee, und habe es in der Führmaschine abgestellt und drauf geritten und bin Runde um Runde Schritt geritten. So ging alles los. Dein goldenes Reitabzeichen wird verliehen in Ludwigsburg. Da waren viele Turniere, standen zur Auswahl. Warum ist es jetzt genau Ludwigsburg geworden? Ich habe einfach Ludwigsburg ausgewählt, weil ich finde es unheimlich schön da. Letztes Jahr durfte ich da schon reiten, vor dem Schloss. Hat einfach eine super Atmosphäre. Auch gerade mit Ludwigsburg eine super Verbindung mit den Leuten da. Ich kenne die schon Ewigkeiten. Ja, ich freue mich einfach nur riesig da drauf. Letztes Jahr hast du durch die Teilnahme beim Program of Excellence in Aachen die Unterstützung erhalten von keiner anderen als Isabel Wehrt. Wie ist es, von der besten Reiterin der Welt lernen zu dürfen? Ja, also du sagst, es ist einfach unfassbar. Unfassbar, und ich hätte es mir vor einem Jahr nicht erträumen können, zu sagen, dass Isabel mich da unterstützt. Auch wie du sagst, gerade nach dem Programm noch, wie jetzt in München, Balve, Aachen, dass sie mir da mit Rattentat zur Seite steht, dass sie mir nachts um 12:30 ein Audio macht und wir da kommunizieren und ich auch einfach kommunizieren darf mit ihr und sie fragen darf. Und darüber bin ich unheimlich dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe, dank dem TUA Campus. Patricia Scherli, die ehemalige Betriebsleiterin des Dressurzentrum Grabs in der Schweiz, hat dich auch lange unterstützt. Wie blickst du auf eure Zusammenarbeit zurück? Patricia ist, glaube ich, schon fast wie ein Familienmitglied. Sie ist auch so ein bisschen mein Ruhepult, weil ich ja dann doch schon ehrgeizig bin und auch ein bisschen, sag ich mal, innerlich hibbelig. Und die ist immer dann der, wo dann sagt, Moritz, alles gut, und wieder die Ruhe reinbringt, auch vom Turnier. Und ja, es ist einfach eine tolle Freundschaft entstanden in den Jahren und ich bin unheimlich dankbar, sie zu haben. Knabbi, wie du ihn gerne nennst, euch beide verbindet ja nicht nur viele Erfolge, euch beide verbindet ja noch was anderes. Wir sind in allem wirklich genau gleich. Also es ist verrückt. Also wir haben den genau gleichen Charakter, wir haben die genau gleichen Macken, wir haben also einfach alles. Also wenn man mich in einem Pferd wiederfinden möchte oder kann, dann ist es Inchnabi. Und ja, er ist einfach für mich wie mein bester Freund, wie ein großer Bruder. Und ich bin unheimlich dankbar, ihn zu haben. Und wenn ich mir überlege, was wir beide schon zusammen erreicht haben, wer hätte das gedacht, wo wir damals gemeint haben, wo er ausgeputzt ist, dass wir ihn kaufen und dann, dass wir heutzutage sagen können, wir haben zusammen das Goldene erarbeitet und waren dieses Jahr beim TU Aachen dabei. Also eigentlich phänomenal, einfach nur verrückt, aber ja, da bin ich echt unheimlich stolz auf ihn.
man merkt es jetzt, wenn ich dich anschaue und dir tief in die Augen schaue, du bist den Tränen nah. Dich verbindet ja mit deinen Fans was ganz Besonderes. Ja, du sagst, also ich werde gerade ein bisschen emotional, ja, genau. Weil natürlich einfach jetzt gerade so, weil wenn man sowas feiert, sag mal, so ein Erfolg, gerade wie mit dem Goldenen, wäre natürlich schon schön, wenn jetzt beispielsweise Stanley auch da wäre. Ich glaube, hätte er einfach auch verdient. Und natürlich auch Topsy, der ich, glaube ich, alles zu verdanken habe. Ich glaube, ich würde heute nicht hier sitzen und könnte sagen, ich bin Treffer-Europameister und Deutscher Meister und Süddeutscher Meister, und hätte ich dieses Pony nicht gehabt. Also ich glaube, die hat einfach so mir den, ja, so viele Türen mir geöffnet und mir so viel auch gelehrt und auch beigebracht und mir ermöglicht. Und ich bin ihr da einfach unendlich dankbar und dankbar, ja. Alle Arbeiten hier im Stall und auf den Turnieren erledigst du und deine Familie selber. Wie sieht hier so ein normaler Alltag aus im Stall der Familie Treffinger? Richtig, genau. Wir machen hier alles selber. Dann komme ich meistens mittags und reite dann die Pferde. Und wir wissen natürlich, wenn die einmal kurz die Ohren falsch haben, wissen genau, was los ist. Das ist natürlich auch ein super toll, weil man einfach, wie gesagt, die kennt. Man kann direkt handeln, falls mal was wäre, was zum Glück noch nicht war bisher. Und es ist einfach toll. Natürlich auch viel Arbeit. Aber man macht es gern. Es sind bei uns Familienmitglieder, das sage ich immer wieder. Und man macht es gerne. Und ich meine, man zieht auch einfach unheimlich viel zurück. Es gibt eine Frau in deinem Leben, die schon von Anfang an mit dabei ist. Und das ist deine Mutter, Santina Treffinger. Ja, genau. Also Mama und ich sind da wirklich in unserem Element, sage ich mal. Santina, du bist die Mutter, die Moritz schon von klein auf begleitet. Du bist selber früher aktive Dressurreiterin gewesen, auch bis in die schwere Klasse erfolgreich. Jetzt hast du aber den Sattel jemand anderem überlassen, nämlich deinem Sohn. Wie blickst du auf seine Reiterkarriere zurück? Ich bin erstmal sehr dankbar, dass ich das getan habe, dass ich den Sattel weitergegeben habe. Das macht mich eigentlich nur sprachlos. Ich bin super stolz als Mama. Mehr stolz als auf alles andere, was ich erreicht habe. Das ist einfach nur genial, was dieses Kind leistet. Nicht nur im Sattel, auch als Mensch finde ich den ganz toll und deswegen bin ich einfach nur stolz. Dass die Verleihung in Ludwigsburg stattfindet, das war dir auch ein ganz besonderes Anliegen. Du wolltest es klein und familiär halten, aber in einer besonderen Atmosphäre. Ich glaube, besser hätte man es jetzt nicht treffen können hier vom wunderschönen Schloss heute Abend. Was bedeutet das für dich, dass dein Sohn das Goldene Reiterabzeichen in Ludwigsburg bekommt? Es ist eine Riesenehre für uns, dass so ein Veranstalter das für uns möglich macht, dass wir die Verleihung hier durchführen können. So ein goldenes Reiterabzeichen ist was ganz was Tolles, aber ich glaube, es macht jetzt das Kind nicht weniger, also das Kind Moritz nicht weniger toll, ob mit oder goldenes Reiterabzeichen. Also ich glaube, ich glaube, das wollte ich einfach mal sagen, dass dass es egal ist, ob das Kind ein goldenes Reiterabzeichen hat oder nicht, ist einfach ein toller Mensch. Hier in eurem Heimatdorf Oberderdingen, wenn man da von den Erfolgen von Moritz hört, heißt es immer unser Moritz. Ja, genau. Also Moritz, oder durch das, dass wir ja hier örtlich Handwerksbetriebe haben, sind wir auch dementsprechend bekannt hier am Ort. Und daher der Zug, dass Moritz natürlich unser Moritz. Für dich sind die Pferde auch Familie. Genau. Das fünfte Mitglied, sagen wir mal so. Bei vielen Erfolgen, die dein Bruder hatte, warst du ja auch hautnah mit dabei. Wie ist es für dich, dass dein Bruder im Reitsport so erfolgreich ist? Also ich bin natürlich sehr stolz auf meinen Bruder, aber irgendwie kommt es mir auch normal rüber, weil es einfach mein Bruder ist. Ich kenne ihn schon jahrelang und damals war er noch nicht der Moritz Treffinger, den wir alle kennen, sondern einfach mein normaler Bruder. Oh, sweet. Oh, ihr seid ja auch eine süße Familie. Einen schönen Abend jetzt gleich noch und ich hoffe, ich habe nichts ein gleich bei der Verleihung. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder bei der großen Party. Ja, wir feiern.